Salut, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder Kurs Filmwelt und heute möchte ich euch mal Neuerscheinungen von Peterxfilm vorstellen, die noch bis Mai 2024 bei Peterxfilm erscheinen werden. Das sind sehr interessante Filme und Serien, die damit dabei sind und im Zuge dessen möchte ich mich auch erstmal ganz recht herzlich bei Peterxfilm bedanken dafür, dass ich das Film- und Fotomaterial, vielmehr Fotomaterial, hierfür verwenden darf, denn nur so, ihr wisst es, wie ich es immer sage, nur so kann ich euch das Video so schön und anschaulich machen, wie es dann jetzt hier letzten Endes zu sehen sein wird. Ich hoffe natürlich, dass auch für euch etwas mit dabei sein wird. Peterxfilm ist ja immer ganz bekannt dafür, ganz alte, tolle Klassiker mit an den Start zu bringen, also wieder neu aufzulegen und wieder auf den DVD-Markt zu bringen. Also von daher, ich bin selbst gespannt. Ein wenig habe ich schon reingeschaut, muss ich ja mich schon mal vorher ein bisschen informieren drüber. Aber ansonsten bin ich jetzt genauso gespannt, wie ihr es vielleicht seid. Gut, wir legen los. So, die erste Neuerscheinung ist ein Film, Prairie Saloon, ein Western-Musical. Aha, okay, also jetzt wollen wir mal schauen. Also ich bin hier nämlich im Hintergrund, meine Lieben, und schaue durch und werde euch da auch ein paar Informationen zu dem Film geben. Also wollen wir mal schauen, was uns mit diesem Western-Musical erwarten wird. Bin selbst sehr gespannt, meine Lieben. Und zwar, dieser Film ist ab dem 2.5.2024 erhältlich. Bei Peterxfilm, durch Peterxfilm, Leute. Und ist ein opulent ausgestattetes Western-Musical mit Starbesetzung. Ich lese da euch mal auch ein bisschen den Inhalt des Ganzen vor. Da zitiere ich jetzt mal, was hier auf Peterxfilm, auf der Seite von Peterxfilm dazu steht. Denn viele wissen ja vielleicht auch, Peterxfilm, das ist ja quasi eine Seite, wo man die Filme direkt kaufen kann. Wenn man dann den Link dann hat, den werde ich euch unten alles unten verlinken. Denn das möchte ich noch am Anfang noch anfügen dazu. Wenn ihr über Peterxfilm bestellt, dann könnt ihr die Filme mitunter auch schon etwas früher als im Handel sonst erhältlich ist, erhalten eventuell. Ja, darauf weist Peterxfilm immerhin. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also ein opulent ausgestattetes Western-Musical mit Starbesetzung. Okay. Also, die Handlung ist folgende. Zitat Peterxfilm, Anfang. Im Saloon der alten Mrs. Pennywaiter geht es raus zu. Der Whisky-Konsum ist enorm und so kann man schon mal ungefragt einen Kinnhaken abbekommen. Oder auch in eine Schlägerei oder Schießerei verwickelt werden. Eines Tages platzen zwei Gäste herein, Jimmy und Claire, die auf den ersten Blick einen harmlosen und unerfahrenen Eindruck machen. In Wahrheit haben sie es aber faustdick hinter den Ohren. Die beiden wollen herausfinden, wer für all die Morde und anderen Verbrechen, die zuletzt in der Gegend passierten, verantwortlich ist. Beherrscht wird Horse City von einem geheimnisvollen Gangster, den alle ehrfürchtig nur den Killer nennen. Na gut, Peterxfilm, Filmhandlung, Zitat Ende. Ja, also es klingt jetzt, wer Western mag, überhaupt nicht schlecht. Ihr wisst ja von mir, Western ist nicht so mein Ding, aber Leute, das ist schon mal sehr interessant, denn ich sehe auch hier, dass die Produktion von Arthur Brauner durchgeführt wurde. Also das ist quasi ja CCC-Film damals gewesen, der Arthur Brauner halt, der wirklich ganz großartige Filme produziert hat mit seiner Filmfirma damals, CCC-Film eben. Also das klingt schon mal sehr gut. Eben auch sehr viele internationale Produktionen gemacht hat. Hier ist jetzt erstmal, also das sind natürlich auch ganz tolle Schauspieler mit dabei, auch die wir alle irgendwie vom früher, wer Klassiker liebt und mag, wirklich wahrscheinlich kennen mag. Und zwar Beate Hasenau. Also das ist so eine richtig, also die hat eine richtig rauchige Stimme, die hat in sehr vielen Dramen auch in Deutschland mitgespielt, auch Synchronsprecherin war sie, hat auch mitunter gesungen. Und ja, also Beate Hasenau sollte jeden, der so ein bisschen Klassiker-Fan ist, wirklich noch ein Begriff sein. Wer ist noch dabei? Loni Heuser, Gerd Vespermann. Gerd Vespermann übrigens derjenige, der damals Bugs Bunny im Deutschen synchronisiert hat. Ja, tatsächlich, ja. Rainer Brandt, Reinhard Kolderhoff, ja, Friedrich Georg Beckhaus sehe ich hier noch. Peter Schiff, den sollte man auch kennen. Der hat auch mal Ich heirate eine Familie mitgespielt. Also da ist er mir bekannt dann geworden und hat auch sehr viel ansonsten gemacht, besonders so in Berliner Produktionen damals. Ja, sehr, also wirklich sehr
Toll, also muss ich wirklich sagen, Kinder. Also, ja, es spielen natürlich auch noch weitere mit, aber das sind so die, die mir jetzt so direkt ins Äuglein fallen. Da muss man schon mal sagen, ja. Also, und wie gesagt, es ist ein Western-Musical von Heinz Wunderlich und ja, was soll man sagen, ja. Irgendwie hier vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen. Ach, guck mal an. Habe ich nicht noch gesagt, Beate Hasenau hier, die hat auch mal gesungen, ja. Und hier steht sogar noch, Zitat, Pilax-Film zur Hintergrundinformation, Anfang. Dabei war es besonders Beate Hasenau, die überraschend großartig und mit rauchiger Stimme ihre Songs trällerte. Seht ihr, ich habe ja gesagt, so eine richtig rauchige Stimme, das stimmt auch wirklich. Die hat wirklich eine prägnante Stimme gehabt, deswegen auch sehr gut als Synchronsprecherin immer, wenn man sie dann da gehört hat. Ja, also das ist schon mal richtig gut, ja. Und was ich hier gerade noch lese, und zwar dieser Film hier, der wurde wohl im Mai 1965 gedreht, Leute, und da hat man tatsächlich Requisiten von den legendären Karl-May-Verfilmungen verwendet. Das wusste ich selber jetzt noch nicht. Also das ist ja hammermäßig, muss ich schon mal sagen. Ja, also Leute, da müsste man schon mal reinschauen. Also das sieht ja gut aus. Ihr seht ja jetzt auch gerade im Hintergrund hier, oder vielmehr, ich bin ja im Hintergrund, aber im Vordergrund dann die Fotos. Ist, wie gesagt, ihr fragt euch vielleicht, ja, Schwarz-Weiß-Fotos, ja, ist eine Schwarz-Weiß-Produktion, muss ich wirklich sagen, geht so 87 Minuten, wie hier angegeben ist. Und dieses Cover, was ihr jetzt da gesehen habt, ganz am Anfang, ich blende es jetzt auch nochmal gleich ein, wo jetzt die FSK, wo jetzt das FSK-Logo mit drauf ist, das könnt ihr tatsächlich dann am Ende, wenn ihr das nicht haben wollt, dann, wenn ihr euch die DVD kauft, tatsächlich umdrehen, dann habt, also wie sagt man das so, ja, ein Keycase mit Wendeinlay, ja, inwendig ohne FSK-Logo dann, ja. Ich sag's mal so, wie es ist, Leute, ja. Die Sprache ist wirklich anscheinend nur Deutsch, also da wurde auch nicht irgendwie, ist also jetzt keine internationale, sondern wirklich eine rein deutsche Produktion, ja, wunderbar. Ansonsten, meine Lieben, ja, Produktion dann, wie gesagt, ja, der Film wurde 65 gedreht, und dann aber ansonsten wird dann angegeben auch 1966, ja, also da, wo der Film quasi dann, ja, erschienen ist, so kann man sagen, ja, also zum ersten Mal im Kino lief, also Produktion Deutschland 1966 auf jeden Fall, ja. So, ja, das sieht dann schon mal ganz gut aus, ja. Übrigens, Western-Musical von Heinz Wunderlich, jo, Heinz Wunderlich kenne ich auch noch irgendwie, ja, den habe ich öfter mal irgendwie in aus verschiedenen Filmen und manchmal auch CDs vorher gehört, ja, also die Musik ist mir nicht unbekannt, ja, kann ich schon, passt, Leute, ja. Muss man schon mal sagen. Gut. Also das wäre jetzt erstmal der erste Film. Ich hoffe, vielleicht hat euch der schon mal gefallen. Also mir schon, ja. Ich verlinke natürlich auch alle Links, wo ihr dann diese tollen Filme vorbestellen könnt, vielleicht der schon und so, wenn es euch interessiert. Also auf jeden Fall unten in die untere Videobeschreibung. Ja, gut. Da hätten wir schon mal den ersten Film gehabt. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Bin schon mal gespannt, meine Lieben. Sagt so, wie es ist. Ja, der zweite Film, den ich euch jetzt vorstelle, scheint wirklich eine internationale Produktion zu sein. Irgendwie Italien auf jeden Fall mit dabei. Der Dieb der Mona Lisa. Jo, also den Film selbst habe ich, glaube ich, selbst noch nie tatsächlich gesehen. Auch auf DVD, wie ihr hier seht. Und ist auch ab 2.5. bei Pedax Film erhältlich. Und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr es dann vorbestellt, was ihr auch immer vorbestellen mögt vielleicht, dann könnt ihr das vielleicht auch schon ein bisschen eher dann erhalten. Ja. Darauf wird ja immer, wie gesagt, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, vom Pilax-Film darauf hingewiesen. Gut, es soll jedenfalls eine schwungvolle Gaunerkomödie ebenfalls mit Starbesetzung sein. Jo, also da, wer auf Gaunerkomödien steht, es gibt ja viele Leute, die das mögen. Ich mag sowas übrigens auch. Und ich lasse euch natürlich auch daran teilhaben, worum es in dem Film wieder mal geht. Zitat Pilax-Film zur Handlung Anfang. Frankreich 1911. Vincent, ein Sammler von Kunstwerken, verliebt sich in ein hübsches, junges Mädchen, das der Mona Lisa im Louvre unglaublich ähnlich sieht. Er beschließt daher, das Gemälde zu stehlen, um bei ihr Eindruck zu schinden. Unglaublicherweise gelingt ihm der Coup, aber die Polizei verdächtigt die junge Frau. Vincent wird unterdessen durch ganz Frankreich gejagt. Das war es jetzt erstmal zu dieser Handlung im Kurzformat. Und von daher sage ich jetzt mal, Pilax-Film, Zitat Ende, ja. Und aber so mal Hintergrundinformationen, das ist immer toll bei Pilax-Filmen, die bringen auf ihrer Seite auch die ganzen Hintergrundinformationen immer so ein bisschen in den Vordergrund. Der Dieb der Mona Lisa ist jetzt eine Neuverfilmung quasi.
ist von Michel de Wilden-Film und der basiert tatsächlich wohl auf einer 1931 gedrehten Komödie, der da hieß Der Raub der Mona Lisa. Ja. Und ja, also ich guck mal hier noch, was es sonst vielleicht noch für interessante Hintergrundinformationen gibt. Ja, also wie gesagt, auch die Kritiken sehe ich hier gerade, dass die sehr nett ausgefallen sind, dass man gesagt hat, ja, das ist halt wirklich irgendwie charmant inszeniert und sehr schwungvoll. Also da, das kann man sich auch wirklich vorstellen, auch wenn man so die Fotos ja sieht. Und ja, mit wem ist der jetzt eigentlich? Ne? Also das interessiert mich aber am meisten, wenn ich einen Film mir anschauen möchte oder sage, oh, wer spielt da mit? Ja, also ich schaue mal so für euch ein bisschen nach. Renzo Palma, Minodoro, Jean Lefebvre. Schaut mal, den kenne ich auch aus vielen Filmen, eben weil ich so viele französische Filme mal schaue. Ja, wunderbar. Also da kann man nicht meckern. Viele italienische, die jetzt leider nicht aussprechen kann. Ja, es soll auch sowas bei der Kohle geben. Ja. Aber lasst euch dabei überraschen. Ihr könnt euch die Hintergrundinformationen auch dann, ich sage ja, wo es immer die wichtigsten Daten und Eckdaten, wirklich gerne dann auch nochmal anschauen auf der Seite hier, die ich euch dann verlinke. Das ist wirklich sehr interessant. Ja. Also Regie, wie gesagt, Michel Deville ist eine DVD und auch wieder in einem Keepcase mit Wände Inlay, ja, inwendig wieder ohne FSK-Logo, was ja dann sehr schön ist. Muss man ja wirklich sagen, diese FSK-Logo, die verhunzen schon manchmal die schönen, ja, sagen wir mal, Cover dann von DVD, Blu-ray, egal was jetzt, ja. Und das ist schön, dass sie das so gemacht haben. Also da kann man sich das dann wer das machen möchte, kann sich das dann so umdrehen. Also das ist toll. Die Laufzeit beläuft sich wohl beim Film auf 94 Minuten, ist natürlich immer eine Circa-Angabe, ja. Und jo, also das sieht gut aus. Ja. Sprache übrigens auch gut. Ja. Wie gesagt, ist ja eine internationale Produktion. Sehe ich, dass wirklich drei Sprachen auszuwählen sind. Also erstmal Deutsch für uns jetzt hier, ja. Dann auch noch könnt ihr wohl anscheinend Italienisch umstellen, wer es gerne möchte. Und Französisch, ja, das ist natürlich, also drei Sprachen am Stück mit, also für diese DVD, super Leute, also muss man wirklich sagen. Untertitel habt ihr übrigens auch noch mit dabei, aber da leider nur Italienisch, also da müsst ihr auf Deutsch, Französisch, dann wer möchte, leider verzichten. Ja, also, aber italienische Untertitel sind wohl mit dabei. Produktion Italien, Frankreich, habe ich ja gesagt, seht ihr, habe ich ja recht gehabt. Produktion Italien, Frankreich von 1966, ja, prima, also. Es klingt ja nicht schlecht, ja. Und die Fotos, die sind ja auch schon so ein bisschen, besonders wenn ich das mit der Mona Lisa sehe, da mit der Frau und dem Mann da vorne jetzt hier, da merkt man schon so ein bisschen, ja, da geht es ein bisschen so komödienhaft irgendwie. Also irgendwie kommt es mir so rüber, ja. Okay. Ja, also könnte man mal in Erwägung ziehen, diesen tollen Film vielleicht in seine Sammlung mit aufzunehmen. Gut. Meine Lieben, jetzt folgt natürlich der nächste Film, bin jetzt selber gespannt, was mich jetzt aber. Oh! Oh, den Film habe ich selber gesehen, Leute. Der ist gut, den kann ich euch jetzt schon von Hause aus richtig toll empfehlen, weil den habe ich vor Jahren, wirklich mal vor Jahren gesehen. Tatsächlich, wirklich, richtig im Fernsehen damals. Und zwar hoffen wir, dass es ein Mädchen wird. Und das, meine Lieben, das ist natürlich wieder was für die Kohle, ja. Es ist französische Produktion, meine Lieben. Und zwar, ich sage es jetzt schon mal im Vorfeld, da komme ich direkt ins Stottern, mit Catherine Deneuve. Leute, ja. Und irgendwelche tollen Typen haben wir noch mitgespielt. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Ja, also und zeige euch hier natürlich jetzt auch im Zuge dessen ja schon die Fotos. Also auch ab 2.5.2024 bei Pilax Film erhältlich. Ja, also vierfach, jetzt geht's los, ja, vierfach preisgekrönte Familienkomödie. Ebenfalls mit Starbesetzung. Ja, davon gehe ich auch schon mal aus, wenn ich schon Catherine Deneuve sehe. Ja, also von daher. Aber wie gesagt, das stimmt auch tatsächlich. Der Film war vierfach preisgekrönt. Ja. Gut, ich mache mal wieder hier zur Handlung. Pilax Film, Zitat, Anfang. Ja. Ein Bauernhaus auf dem Lande in der Toskana. Hier lebt Elena mit ihrer Tochter, einer Nichte, einem Hausmädchen und deren Tochter sowie dem senilen Onkel ihres Mannes. Als Elenas Ehemann Leonardo, der von ihr getrennt lebt, zurückkehrt und die Familie um Unterstützung für ein Immobilienprojekt bittet, ist das der Beginn einiger turbulenter Ereignisse, die das Leben aller Beteiligten radikal ändert. Es stellen sich wichtige Lebensfragen. Was bringt die Zukunft und welche Verantwortung hat man in Beziehungen? Handlung,
Zitat, Pilax-Film, Ende. Ja, und das stimmt. Ich habe den Film gesehen, meine Lieben, früher mal ganz, also ganz lange schon her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich kann mich gar nicht mehr daran richtig erinnern. Es kam mir jetzt tatsächlich so vor, als hätte ich zum ersten Mal was davon gehört, aber ich weiß, dass ich den Film gesehen habe. Also das ist ja wirklich toll. Also ich muss wirklich mal sagen, ja, bin ich schon wieder begeistert. Ich muss mal sehen, ob ich den Film dann irgendwie mir doch mal zulege. Ja? Denn würde ich schon wieder mal gerne sehen. Also auf jeden Fall, ja. Was soll man sagen? Ich guck mal hier nach den Hintergrundinformationen, also wenn ich schon so Katrin schon mal höre, ja, also das klingt ja direkt auf, wenn das natürlich anscheinend in der Toskana spielt. Es ist natürlich eine französische Komödie, Familienkomödie. Und Komödien, ihr wisst ja immer, was ich sage. Die französischen Filmemacher haben es drauf, wenn es um Filme geht und besonders bei Komödien. Ja, und auch Tragikomödien. Aber jetzt haben wir eine reine Familienkomödie. Das läuft immer gut, ja. Also muss ich euch wirklich sagen. Ja, also wie gesagt, ja, ist preisgekrönter Film. Und in 7 Kategorien tatsächlich hat dieser Film den renommierten Filmpreis David di Donatello bekommen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, aber da wissen wir erstmal schon mal Bescheid. Unter anderem eben auch als bester Film. Und das kann man sich dann eben schon vorstellen. Ja? Und wenn man dann natürlich den französischen Film sieht, dass man weiß, dass es ein französischer Film ist und dann auch in Italien vielleicht auch so spielt, das kann wirklich, das kann guten Flair mit sich bringen. Also da kann ich schon verstehen. Ja? Ich hab den Film selbst gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, leider. Ja? Ich muss wirklich mal sehen, ob ich den dann wirklich mal zulege, Leute. Weil das ist schon mal, würde ich schon mal gerne sehen. Ja? Und auch, man hat auch über das Drehbuch gesagt, dass das geschickt gestrickt wurde, also wie man so schön sagt. Und ja, ich sag ja, diese Komödien in dieser Art, die haben es immer richtig voll drauf. Die machen auch richtig Laune, richtig Spaß. Also ich habe schon wieder, ja, muss wirklich sagen. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier aufgesetzt, ja, weil ich das jetzt nicht hier um euch präsentieren muss. Nee, das ist ehrlich wahr. Das gefällt mir, ja. Und es generell irgendwie kommt da charmant drüber, sagen auch einige, ja. Und man hat damals wohl tatsächlich mit diesem Film, lese ich hier gerade noch als Hintergrundinformation, hat man Vergleiche sogar mit Ingmar Bergmann und Woody Allen gezogen. Leute, also unglaublich. Also das wusste ich selber jetzt noch nicht, ja. Das ist mal interessant. Also, aber wenn man natürlich schon mal bei Ingmar Bergmann, jetzt wird mir auch klar, warum die mit Ingmar Bergmann sich da so ein bisschen, weil ich gerade lese, da spielt auch Liv Ullmann mit, ja, und die hat ja viel. So einige Filme mit Ingmar Bergmann oder unter der Regie von Bergmann produziert, gemacht, gespielt, gedreht, ja. Eben auch dann Catherine Deneuve, wie ich gesagt habe, Philippe Noiret, Leute, ja. Also, wenn der in Filmen mitspielt, ist immer richtig gut. Also, der kann ja immer alles ausspielen oder konnte immer alles spielen. Drama, Komödie, also da seid ihr dann wirklich gut mit. Ja, bedient, wenn ihr den Film wirklich richtig euch mal anschauen möchtet. Bernhard Biehl, den kenne ich auch, ja. Wunderbar, ey. Also da bin ich ja selber am Überlegen, Leute. Ja. Wie gesagt, Leute, ist auch wieder so. Ein Keepcase mit Winde-Inlay. Inwendig wieder ohne FSK-Logo. Das ist doch schön. Ja. 114 Minuten Laufzeit, das lohnt sich schon mal. Sind ja fast wirklich tatsächlich 2 Stunden, meine Lieben. Ja, muss man auch mal so sagen. Und man kann, das finde ich komisch. Also es ist ja auch irgendwie französischer Flair dort. Ja, wenn ich hier schon sehe, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, ja gut, er spielt in der Toskana, aber ich dachte jetzt hier irgendwie noch Französisch, Leute. Ja, ja, es ist wie es ist. Jetzt lese ich hier gerade nur Sprache, könnt ihr umstellen, einmal Deutsch, ja, ist klar, und dann könnt ihr auf Italienisch umschalten. Jetzt vermisse ich ja hier tatsächlich, wenn ich hier Noiret und Deneuve schon mal so höre, ja, und Bernard Blier auch. Leute, wo ist die französische Sprache da eben? Warum kann ich nicht umstellen auf französische Sprache, Leute? Das ist nicht schön. Ihr wisst ja, ich lerne ja im Selbststudium die französische Sprache. Das wäre ja optimal für die Kollegen gewesen. Naja, gut. Also gut. Aber Untertitel, jetzt stellt euch mal vor, was als Untertitel. Untertitel gibt es auch noch. Eine Sprache gibt es noch. Untertitel. Auch nicht französisch, ist Englisch. Okay, aber wer Englisch dann gerne möchte, gerne. Ja. Also Produktion übrigens aus den 80er Jahren, Leute. Italien 1986. Also das ist natürlich, jo, ja. Super.
Also bin jetzt bloß ein bisschen verdattert, wie ich immer so sage, ja, dass das wirklich, wenn da auch einige französische Filmschauspieler mitspielen, dass da nicht irgendwie was mit französischer Sprache da noch ist. Leute, naja, gut, muss man mit leben. Aber der Film ist trotzdem gut. Ich kann mich noch irgendwie ein bisschen daran erinnern, das ist ja ziemlich lustig dann auch. Ja? Kann ich euch schon mal so sagen. Gut. Gut. Aber ich jetzt hier weiter und weiter und weiter über diesen Film laber, wo ich jetzt eigentlich auch mit fertig war, gehen wir einfach mal zum nächsten über. Und zwar hier der gelbe Teppich. Der gelbe Teppich, der sagt mir gar nichts. Hier erstmal, auch wieder ab 2.5.2024 bei Pedax-Film erhältlich, meine Lieben. Ja? Fotos seht ihr jetzt gleich, werde ich gleich noch das so schön bebildern. Vielleicht habe ich auch schon welche drin, denn, meine Lieben, ich nehme jetzt gerade dieses Video auf und spreche eigentlich nur so in die Kamera rein und habe hier im Hintergrund natürlich alle Seiten offen, wo ich jetzt gerade hier alle Informationen dazu diesen Filmen und so habe. Ja, und am Ende schneide ich das erstmal und dann geht es dann weiter mit der Produktion, indem ich dann erst die Fotos nachträglich natürlich einfüge, ja. Nicht, dass ihr euch wundert, wie ich jetzt hier so laber, ja, und sage, ja, werde ich vielleicht noch die Film, jetzt schon vielleicht einige Bilder reinnehmen. Gut, also meine Lieben, also, der gelbe Teppich. 2.5.2024, wie gesagt, ab da ist er bei Pidax-Film zu erwerben. Und es soll tatsächlich ein Gruselkrimi sein. Ein spannender, aber vom Drehbuchautor von Das Geheimnis des gelben Grabes. Ja gut, okay, also so Gruselfilme, da ist immer so eine Sache, kommt immer drauf an. Ja? Da habe ich schon einige gute gesehen, aber der hier sagt mir wirklich gar nichts. Nun ja, gut, also ich mache mal wieder hier die Handlung zum Film. Ist folgende. Pidax-Film, Handlung, Zitat, Anfang. Franka und Antonio sind in einen riesigen Wohnblock gezogen. Dort haben sie für den großen gelben Teppich, der ein Geschenk von Frankas Stiefvater war, keinen Platz mehr. Das Pärchen beschließt, das Stück zu verkaufen. Als Antonio fort ist, meldet sich ein mysteriöser Interessent dafür. Anna lässt ihn in die Wohnung und stürzt sich damit in einen Albtraum. Der Mann nennt sich Achille Cimati und erklärt, dass er auf dem gelben Teppich seine Frau aus Eifersucht ermordet hat. Achille scheint ein Psychopath zu sein. In der kleinen dunklen Wohnung kommt es zu einem schrecklichen Duell, das fatal endet. Pidax-Film, Handlung, Zitat, Ende. Ja, ich hoffe übrigens, dass ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe, denn überzeugt das selbst, wenn ihr dann auf die Seite geht, wenn ihr noch ein bisschen weiter noch ein bisschen rumstöbern möchtet. Ihr habt keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausgesprochen hat. Also, wie man den Namen richtig ausspricht. Also Achille Cimati, Cimati, ja keine Ahnung, damit italienisch Leute da. Namen sind ja immer so eine Sache. Jeder wird immer anders ausgesprochen. Aber soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Das erfahrt ihr ja dann exzellent dann, wenn ihr den Film tatsächlich für euch in Erwägung zieht, den euch anschauen zu wollen. Und dann, ja, da hört das ja dann ganz genau. Also ich bitte diesen Fauxpas, falls es total in die Hose gegangen ist mit diesem Namen, bei mir, ja, das mir zu entschuldigen. Also das ist ein bisschen peinlich, aber macht nichts. Ja. Aber wollen wir mal sehen. Hintergrundinformationen sind ja auch immer sehr interessant und das finde ich bei Pilatus immer gut. Die machen zu jeder Erscheinung, was sie neu auf den Markt wieder bringen, immer noch Hintergrundinformationen mit rein. Also das gefällt mir. Ja. Bin ja da immer sehr interessiert. Also, diesmal, dieser Film tatsächlich soll irgendwie auf ein Theaterstück basieren, meine Lieben. Und zwar, also, ich hatte ja hier am Anfang gesagt, es ist ein Gruselkrimi. Ja? Hier unten wird dann aber auch nochmal gesagt, in den Hintergrundinformationen, dass er ein Psychothriller ist. Und als ich jetzt euch das gerade vorgelesen habe, wie die Handlung sich da abspielt, da dachte ich doch schon eher so Gruselkrimi. Nee, also doch schon eher ein Psychothriller, ja. Also, seht ihr, hatte ich mir mal recht. Ja? Also, das ist natürlich gut. Ja? Muss man sehen hier. In der Hauptrolle soll wohl Erland Josephson spielen, also agieren vielmehr, der durch seine Filme auch wieder mit Ingmar Bergmann bekannt wurde. Also Leute, wir haben es ja heute hier irgendwie mit Ingmar Bergmann. Das ist ja nett, ja. In weiteren Rollen, mal schauen, ja, Beatrice Romain,
ich hoffe, ich spreche die richtig aus, oder Romand, ja, also keine Ahnung, die hat wohl bei Graf Josta, gibt es nicht die Ehre, damals mitgespielt. Nur habe ich manchmal gesehen, tatsächlich, die Serie, aber selten. Ja, von daher kann ich da jetzt nicht großartig mitreden. Da spielt auch noch jemand mit hier, der bei Allein gegen die Mafia mitgespielt hat. Und ach, kickt mal einer an. Ja, da kommt die Berliner Schnauze bei mir wieder raus. Ja, da spielt eine, oh, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Nina Vukotic oder so mit, also um Gottes Willen, ja, der Name, den habe ich jetzt nicht richtig drauf. Aber die spielte die Tanzlehrerin in der ZDF-Kurzserie, ja, Anna. Ich weiß auch, wie die aussah, aber den Namen, Leute, der klingt ja eher so tschechisch, da weiß ich nicht, wie ich aussprechen soll. Es tut mir leid, meine Lieben, ja, aber ihr seht, das ist hier nicht gestellt, ja, das ist einfach so, wie es mir gerade kommt, ja, aber ansonsten die Angaben und so, die stimmen ja alle, ja. Okay. Und guck mal, der Grusel, also hier schreiben sie, der Grusel-Krimi, ja, hatte Premiere damals in Cannes. Das ist natürlich toll, ja, und auch noch auf einem anderen Fest, ja. Und zwar beim Mistfest in Katholika, wo er tatsächlich 1983, also ist wieder ein alter Klassiker, meine Lieben, als bester Film zumindest nominiert war. Also Leute, das ist ja nicht schlecht, ja. So. Also die ein paar Hauptdarsteller habe ich ja versucht auszusprechen, ja, vom Namen her. Ansonsten, wenn euch interessiert, gerne mal auf der Seite schauen. Also diese werde ich bestimmt ansonsten ganz falsch aussprechen. Es tut mir leid, ja. Aber das soll dem Film an sich keinen Abbruch tun. Es sieht ja alles ganz sympathisch hier aus. Also wer jetzt so auf Psycho-Thriller steht. Also ja, kann man sich mal vorstellen. Also mir sagt ja auch tatsächlich nicht. Auch wieder ein Keepcase mit Wände-Inlay. Wieder inwendig ohne FSK-Logo, wunderbar. Ja, in der Film geht leider tatsächlich nur 83 Minuten. Na gut, manchmal reicht es ja auch so, ja. Also wie gesagt, und da könnt ihr tatsächlich zwischen drei Sprachen euch dann entscheiden. Natürlich erstmal Deutsch ist dabei, Italienisch und Englisch. Ja, da könnt ihr also umschalten. Untertitel, also wer möchte, steht dem was nicht hier. Also habe ich es nicht als Angabe, ja. Produktion Italien 83. Klingt ja alles ganz nett, meine Süßen. Muss man ja sagen, ja, habe ich selbst so noch nicht gesehen anscheinend. Ja. Jetzt wollen wir mal sehen, was das nächste ist. Und zwar Miami Golem. Okay, scheint ein Film zu sein. Und wenn man hier schon sieht, Leute, muss ab 18 sein. Rotes FSK-Logo, Leute. Also da muss heiß hergehen. Also ich sage es, wie es ist, ja. Jetzt, Leute, nicht mehr denken, wieder am 2.5.24, nein, verfügbar, ja, nein, der Film jetzt hier, Miami Golem, erst ab 9.5.2024 bei Pilaxfilm erhältlich, ja. Man muss es sagen, das ist mein Leben, ja. Ach, herrlich, also, ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe, oder vielleicht doch, meine Eltern haben ja so eine Filme mitunter sehr gerne gesehen, ja. Muss man sagen, ich nicht so, aber hier steht actionreicher Sci-Fi-Horror mit David Warbeck, der schon bei Jäger der Apokalypse mitgespielt hat. Ja. Und es geht um Meteoroiden, ja, Meteoriten. So ist es richtig. Okay, also ich mach mal ist eine kurze Handlungsangabe. Ich sag mal wieder Pilaxfilm Handlungsangabe Zitat Anfang. Ein Meteorit, der auf die Erde gestürzt ist, trägt außerirdische DNA in sich. In einem geheimen Labor in Florida züchten Wissenschaftler daraus ein Embryo. Doch der Alien-Klon wird gestohlen. Dies hat fatale Folgen. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Der Reporter Craig Milford geht gemeinsam mit der telepathisch begabten Joanna der Sache nach. Pilaxfilm Filmhandlung, Zitat Ende. Jo, also wie gesagt, Leute, also ich weiß, ich habe auch unter meiner Film-Community sehr viele Leute, die sehr gerne Sci-Fi mit Horror auch vermischt schauen und so auch mit Meteoriten und so, dann sich sowas gerne anschauen mit Außerirdischen. Und bei mir ist es da eher nicht so unbedingt, aber ich kann das sehr gut verstehen. Und mir fiel dabei auch gerade ein anderer Film noch ein, auf den ich jetzt aber nicht eingehen will, wo es auch um so ein Embryo ging, der einfach so dann, ja, kann man sagen, gezüchtet wird. Den habe ich übrigens auf meinem Filmkanal sogar schon mal im Live
Stream besprochen, reviewed, ja. Und das hat mich jetzt gerade hier dabei erinnert, als ich das gerade gelesen habe. Okay. Das klingt ja dann schon wieder interessant, wenn da irgendwie was mit Embryoklon ist. Also das interessiert selbst mich, aber so ansonsten muss man mal sehen, ja. Gut, als Hintergrundinformationen, mal, ich schaue mal wieder, ob es da was Interessantes für euch so gibt. Ja, also wie gesagt, ja, dieser ist ja ein Sci-Fi-Horrorfilm, aber er soll auch ein bisschen Thrill und Action, also Action ja sowieso schon, haben wir ja am Anfang schon gehört, aber auch so Thriller-mäßig so irgendwie drauf sein, ja. Also das ist dann schon wieder, wenn es so eine Mischung manchmal ist, gefallen mir auch selbst solche Filme sehr gut, ja. Also das kann man schon mal, und ist natürlich wieder von einem Italiener auch produziert worden, gemacht worden, Regie, ja, und die Italiener haben es auch drauf, gerade wenn es so um solche Genre-Filme geht, wie gesagt, ja, das kann sehr interessant werden, wer auf sowas total steht. Und der Regisseur, wie gesagt, Albertino De Martino, soll tatsächlich ein Bewunderer von Quentin Tarantino sein. Ja, das kann ich verstehen. Ja, also vielleicht hat er sogar so ein bisschen so was einfließen lassen, keine Ahnung. Aber ja, das ist schon mal interessant. Ja, die Hauptrolle übernahmen da wohl in dem Film dann Neuseeländer, meine lieben Leute. Und zwar dieser David Warbeck, den ich gerade gesagt habe, der in Draculas Hexenjagd auch mitgespielt hat, Fluch des verborgenen Schatzes und so, ja. Und der wurde sogar, Leute, das wusste ich noch gar nicht. David Warbeck wurde seinerzeit sogar als James Bond-Nachfolger gehandelt. Also seht ihr mal, ich erfahre manchmal auch noch ganz neue Sachen hier. Ja. Und die deutsche Synchronisation haben sie auch mal hier ein bisschen mit aufgeführt. Zum Beispiel Wolfgang Fels, der hier Captain Blaubeer früher gesprochen hat, für die jüngere Generation dann auch, ja. Der hat eine Synchronrolle bei dem Film übernommen. Und ey, wieder Manfred Lehmann, ja, also der hier Gérard Depardieu und Bruce Willis immer so schön synchronisiert, ja, also den finde ich ja immer toll, also wenn der Synchronsprecher macht, ja, also, und Friedrich Schönfelder, meine Lieben, den kenne ich doch, den kennt unsere Generation, also meine Generation, ihr wisst ja, ich bin jetzt so über 40, ja, über 45 weg, ja, den kenne ich tatsächlich, der hat sehr, sehr viel auch Synchronarbeiten damals gemacht, also Leute, da kann ich euch jetzt schon mal versprechen, die Synchronarbeit dort, also in diesem Film, wird euch gefallen. Kann ich wirklich mit euch wetten drauf. Also das kann ich euch versprechen. Ja, also das finde ich toll. Ja. Da, also schade, dass nicht alle aufgelistet sind. Schade, dass man es nicht immer überall lesen kann. Ja, muss man erst noch mal ein bisschen nach googeln, sagen wir mal so. Aber macht ja nichts. Hier konnte ich euch schon mal ein bisschen im Vorfeld erwähnen. Das ist ja schön. Ja. Gut, also wieder, wie gesagt. Auch wieder eine DVD, ja, mit Keepcase im Wende, mit Wendeinlay, ja, also ihr könnt wieder das FSK-Logo sein lassen, ja, und könnt richtig schön euch das wieder ordentlich hinstellen, ohne dieses komische Zeichen da, ja. Wisst ihr Bescheid? Das ist immer sehr schön. Laufzeit hätte ich tatsächlich ein bisschen länger gedacht, aber es sind ja mal circa Angaben, wie gesagt, ja, das wird man nicht vergessen, 85 Minuten so ungefähr geht ja, ja. So, Sprachen, interessant, ja. Drei Sprachen könnt ihr auswählen, welche Sprache ihr gerne hören wollt. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Einmal Deutsch, ja, ist klar, Italienisch und dann auch Englisch, meine Lieben. Also das ist doch mal schön, ja. Wie gesagt, FSK diesmal freigegeben ab 18, ja. Deswegen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ja, rotes Logo, ja, da wird es wirklich irgendwie zur Sache gehen. Und wie gesagt, ein schöner, alter Klassiker, Produktion Italien, USA, also sagen wir mal so, ja, haben mehrere mit dran umgearbeitet von 1986. Meine Lieben, ja, das muss man sagen. Ja, also das sind ja richtig nochmal tolle Filme. Ja, also das, wie gesagt, waren jetzt erstmal die ersten fünf Neuerscheinungen, die bis Mai 2024 bei PDAX Filme erscheinen werden. Wie gesagt, meine Lieben, ich habe jetzt gesagt, die ersten fünf. Es sind insgesamt eigentlich 15 Neuerscheinungen bis Mai 2024. Aber das Video hat jetzt doch länger gedauert. Also ich dachte, ich musste jetzt auch noch schneiden und schön euch vorbereiten, dass ihr das alles wunderschön seht. Und daher werde ich, denke ich mal, in drei Teilen diese Neuerscheinungen aufteilen. Also heute haben wir dann, wenn ihr das Video jetzt seht, deswegen sage ich mal heute, ja, seht ihr also den ersten Teil und der zweite, dritte Teil folgen dann in Kürze. Ja, auf jeden Fall.
Da könnt ihr auch ein bisschen gespannt sein, ja. Und ja, mir hat das jetzt bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, was dann noch erscheinen wird. Wie gesagt, ein bisschen habe ich ja schon reingeschaut. Ich weiß so im Groben und Ganzen, einiges ist mir ja schon hängen geblieben, was noch erscheinen wird. Das kommt jetzt aber demnächst dann auf Kultusfilmwelt und wird hochgeladen für euch. Ich hoffe, dass euch diese Art der Neuvorstellung, so wie ich es heute mal gemacht habe, ist ja mal eine ganz andere, ja, Sache, wie ich sonst immer so über Filme spreche, dass euch das trotzdem zugesagt hat und ein bisschen gefallen hat. Es ist das erste Mal, dass ich so im Hintergrund einfach noch so ein paar Tabs auf hatte und dann mich selbst habe überraschen lassen, was ich da euch vielleicht an Informationen geben noch kann. Und erstmal nochmal herzlichen Dank an Pilax Film für das, dass ich eben die schönen Fotos von den Filmen verwenden darf. Und natürlich für die anderen weiteren auch. Aber vielen lieben Dank auch da nochmal. Ja, doppelt hält besser. Ja? Einmal am Anfang und einmal am Ende. So gehört sich das. Ja? Bin ein guter Song, meine Lieben. Gut, das war jetzt also der erste Teil von mit 5 Neuvorstellungen, die bis Mai 2024 bei Pilax Film erscheinen werden. Und denkt dran, ich verlinke auch die Links unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort vielleicht schon vorbestellen möchtet, wenn ihr sagt, boah, der ein oder andere Film vielleicht dann ausverkauft ist, ihr wisst, Klassiker mögen viele sehr gerne, ja. Und dann könnt ihr vielleicht da ja jetzt schon vorbestellen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ihr könnt ab einem gewissen Zeitpunkt ja mal versuchen, schon vorzubestellen. Und dann auf jeden Fall, das hat Pilax Film generell auch im Newsletter bei mir gesagt, geschrieben, dass die Filme euch dann auch eventuell schon ein bisschen eher erreichen, als eben das vorgegebene Erscheinungsveröffentlichungsdatum vorgibt, was ich immer gesagt habe. Ja. Also wenn ich jetzt gesagt habe, 2.5., ja, soll es bei Pilax Film erscheinen, kann schon sein, wenn ihr vorbestellt habt, dass ihr es vielleicht schon eine Woche eher habt. Kann ja sein. Ja. Gut, meine Lieben. Also, ich hoffe, dass euch diese Art der Vorstellung, also war jetzt keine Review an sich, sondern wirklich, dass ich, wenn ich mal so eine Neuvorstellung euch hier ankündige, dass euch das Format vielleicht auch gefällt. Ja? Es war ja heute das erste Mal und ja, da kann man bestimmt noch hier und da ein bisschen dran feilen. Aber ich lasse es jetzt einfach so und schneide es einfach noch und mache es euch schön und dann sieht das Ganze sowieso ganz anders aus. So, das war es aber auch. Ihr wisst, ich finde immer kein Ende am Ende. Ja? Von daher mache ich es jetzt kurz, knapp und bündig. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es waren gute Filme schon mal im Vorfeld für euch mit dabei, dass ihr Spaß an dem Video hattet. Wenn ja, bitte Däumchen nach oben, ja, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Dann bekommt ihr nämlich auch mit, wann der zweite und dritte Teil nach oben kommen. Ja, und zwar recht bald, aber wann, naja, da muss ja den ersten Teil erstmal jetzt bearbeiten, Leute. Ja. Also von daher, und schreibt ruhig mal einen Kommentar, vielleicht irgendwann, ja, wenn ihr vielleicht auch noch weitere Informationen habt. Ja. Ich gucke ja auch immer noch nach, wo ich noch andere Informationen finden kann, dann können wir uns darüber austauschen. Sehr gerne. Ja. Gut, und ansonsten empfehle ich die Kulle weiter. Ne? Also bis dahin sage ich jetzt mal, Salut, Abenteuer, mes amis. Eure Kulle. Tschüss.